Guten Tag, herzlich willkommen zum virtuellen Pressbriefing des Science Media Centers Germany. Mein Name ist Annegret Burkert, ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften. Heute wollen wir dem Thema und der Frage nachgehen, also was weiß man eigentlich über die Immunität gegen SARS-CoV-2? Ich begrüße bis jetzt zwei anwesenden Experten. Der dritte Experte im Bunde, der Herr Sander, hat leider ein paar Terminkonflikte und beeilt sich, dem Pressbriefing noch nachzukommen. Ja, ich hoffe, wir können ihn bald hier in der Runde begrüßen. Ich möchte natürlich auch die anwesenden oder die zuschauenden Journalisten begrüßen und direkt mal darauf hinweisen, dass Sie auch gerne jetzt schon Ihre Fragen im Chat stellen können. Bitte beachten Sie dabei aber, dass die Fragen mit der Option an alle Teilnehmer gestellt wird, damit wir die hier dann auch im Pressbriefing einbringen können. In den vergangenen Tagen gab es ja mehrere Studien und Pressekonferenzen zu Seroprävalenzstudien oder zur Seroprävalenz in der Bevölkerung. Also Informationen darüber, wie viele Menschen schon Antikörper im Blut haben gegen SARS-CoV-2. Und dabei lassen sich grob schon folgende Muster feststellen: In Gebieten, in denen das Virus sich sehr gut ausbreiten konnte, in diesen Risikogebieten wie New York zum Beispiel, haben fast 20% der Bevölkerung bereits Antikörper gegen SARS-CoV-2. In Ischgl in Österreich, wo ja der Start für auch den Ausbruch in Europa stattgefunden hat, konnten bereits bei über 40% der Bevölkerung Antikörper nachgewiesen werden. Hier in Deutschland, in Heinsberg, wo es den ersten großen Ausbruch war, haben 15% der Menschen bereits Antikörper gebildet. Und in Schweden, dort, wo es gar keinen Lockdown gab, konnte in Kohortenstudien bereits 4 bis 7% Seroprävalenz in der Bevölkerung nachgewiesen werden. In Gebieten, in denen sich das Virus nicht so stark ausgebreitet hat, haben erste Analysen ergeben, dass dort die Seroprävalenz so bei 1 bis 2% liegt. Was zeigen uns eigentlich diese Untersuchungen? Und mit dieser Frage möchte ich direkt mal zu unserem ersten Experten kommen. Das ist Professor Dr. André Karch. Er ist stellvertretender Institutsdirektor für Epidemiologie und Sozialmedizin und Leiter der klinischen Epidemiologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Hallo, Herr Karch. Ja, welche Informationen kann man anhand dieser Ergebnisse eigentlich ziehen? Was sagt uns das? Gut, diese Ergebnisse dieser Studien sind jetzt erstmal nicht überraschend, sondern sind insgesamt, denke ich, im Rahmen dessen, was man in verschiedenen Regionen erwarten würde, aufgrund dessen, was man auch an tatsächlichem klinischem Ausbruchsgeschehen gesehen hat. Was das bedeutet in Bezug darauf, welcher Anteil der Bevölkerung wirklich immun ist und für welchen Zeitraum dieser Anteil der Bevölkerung dann wirklich immun ist, das ist was, was tatsächlich, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt ist und was aber für jetzt uns als Infektionsepidemiologen Zeitpunkt gemessen wird, der auch wiederum unterschiedlich im Abstand zur Infektion selbst bei den verschiedenen Individuen ist und auch in den verschiedenen Regionen ist, muss sicherlich berücksichtigen, dass da noch eine ganze Reihe Unsicherheiten dahinter stecken, bis man eine Aussage darüber treffen kann, welcher Anteil der Bevölkerung tatsächlich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt immun ist oder nicht immun ist gegen eine Neuinfektion. Gut, dann möchte ich jetzt gleich nochmal Herrn Stefan Becker vorstellen. Hallo. Hallo, er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität in Marburg und ist Koordinator und stellvertretender Standortsprecher an einer Untersuchung zu Seroprävalenz aus. Ja, wir haben das relativ früh gemacht, als dann also quasi im April, als die noch nicht so ganz klar war, wie das aussieht hier in Deutschland mit den Infektionen. Und was uns besonders interessiert hat, das war die sogenannte Dunkelziffer. Also wir wollten wissen, wir haben ja alle geglaubt, bei so einer Infektion, besonders in China, dachten wir erst alle, das ist eine enorm hohe Dunkelziffer. Ja, also die Menschen, die da infiziert sind, sind nur die Spitze des Eisberges von denen, die wirklich dann Kontakt hatten mit dem Virus. Und bei anderen Infektionserkrankungen, bei Influenza, ist das teilweise 80-fach höher als die wirklich nachgewiesenen
wie hoch die Todesfallrate erscheint. Ja, wenn man nur ein Zehntel der wirklich Infizierten sieht und dann natürlich auch die daran sterben, dann ist das natürlich was anderes, als wenn die man nachweisen kann als infiziert, auch wirklich es dann gewesen sind. Ja, und das macht dann für die tatsächliche Todesfallrate enorm was aus. Und deswegen hatten wir eigentlich alle schon gerne nachweisen in dieser Studie. Eine kleine Studie war das im Frankfurter Raum. Und in Frankfurt waren nicht so viele Leute nachgewiesenermaßen infiziert. Und da wollten wir eben nachgucken. Und das war wer interessiert sich dafür, also die Antikörper, die bei den Probanden gegen SARS vorkommen, als auch gegen, dann haben wir nachgeguckt, wer ist wirklich akut infiziert. Und dann war es so, von den 1000 Probanden war einer akut infiziert und wir haben insgesamt 6 gefunden, die eine Serokonversion oder beziehungsweise bei denen Antikörper gegen SARS-Coronavirus vorlagen und 2 davon wussten, dass sie infiziert waren. Das war deutlich niedriger, als wir uns das gedacht haben. Und das bedeutet dann für uns einen Hinweis darauf, das war für mich ein sehr unerwartetes Ergebnis. Das entspricht aber dem, was man möglicherweise Gebieten oder asymptomatischen Verläufen, die Antikörper schon teilweise nach 8 Wochen, aber gar nicht mehr nachgewiesen, vielleicht sogar auch eine Immunität haben, aber dann keine Antikörper mehr haben, würde man ja dadurch gar nicht finden. Wie würde sich das Bild dann verschieben? Ja, das stimmt. Deswegen habe ich gesagt, wir haben relativ früh geguckt während der Epidemie. Das heißt also, das waren vielleicht 4 bis 6 Wochen, nachdem die ersten Fälle hier in Deutschland aufgetreten sind. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wir wahrscheinlich doch viele von denen erwischt haben, die eine Infektion durchgemacht haben, bevor die Antikörper nicht mehr nachweisbar waren. Obwohl man ja auch sagen muss, dass manche der Patienten oder beziehungsweise der Menschen, die infiziert werden mit dem SARS-Coronavirus, gar keine Antikörper machen, also keine nachweisbaren Antikörper machen. Wobei man das auch vorsichtig genießen muss, denn es kommt immer auf den Antikörpertest drauf an, den man macht. Man muss gucken, wie spezifisch sind die eigentlich, wie sensitiv sind die eigentlich, was weist man da eigentlich nach. Und darauf haben wir wirklich geachtet. Wir haben also einen ELISA-Test eingesetzt, den wir selbst produziert haben und haben damit Antikörper nachgewiesen gegen das Spike-Protein, das Oberflächenprotein von dem SARS-Coronavirus. Und dann haben wir aber geguckt, welche von diesen Antikörpern sind denn jetzt wirklich spezifisch gegen das neue Virus? Dann haben dann 2 verschiedene Nachfolgetests angesetzt, mit denen wir nach der Funktionalität von den Antikörpern geguckt haben, also ein Neutralisationstest. Und die werden als sehr spezifisch angesehen. Und dann kam es dann so, dass von den zu Anfang etwa 29 Positiven dann schließlich und endlich nur noch 5 positiv geblieben sind. Das heißt also, wenn wir uns nur auf den ELISA-Test verlassen hätten, dann wäre diese Antikörperprävalenz deutlich höher gewesen. Ja, weil damit vielleicht Antikörper gegen andere Coronaviren, die grasieren, genau, detektiert werden können. Ne? Genau. Ja. Hier kommt schon eine Nachfrage von draußen an Sie. Hat es denn bereits weitere dokumentierte Fälle einer Zweitinfektion gegeben? Also ich weiß davon nichts. Es gibt ja relativ wenig Berichte von Zweitinfektionen. So vor einigen Wochen gab es das, also waren einige Berichte da und da bin ich mir aber nicht sicher, ob das wirklich eine Zweitinfektion war oder ob das so Exazerbationen oder beziehungsweise Wiederaufflammen von derselben Infektion war. Das ist nicht so ganz klar. Von den Tierexperimenten, die gemacht worden sind, sieht es ja eher so aus, als ob kurz nach der Infektion, also wenn die Infektion gerade abgeflaut ist, dass dann eine Reinfektion nicht mehr möglich ist. Aber das sind ja wirklich sehr kurze Zeitabschnitte, die dann angeguckt werden. Und wie das dann nach einem Monat oder nach 2 Monaten aussieht, ich glaube, das kann man im Moment noch nicht wirklich sagen. Ja.
was weiß man dann schon ein bisschen mehr über die Immunität, außer jetzt die Antikörper, also welche Teile des Immunsystems auch noch mit beteiligt sind? Ja, also das geht ja, es geht ja bei jeden Virusinfektion und bei jeder dieser Fragestellungen, ob das bei Ebola oder Zika oder irgendwas ist, geht immer dieser Kampf hin und her. Sind es jetzt die T-Zellen, also die zelluläre Immunantwort, die hier die große Rolle spielen, oder sind es die Antikörper, die hier die große Rolle spielen, auch später dann, wenn man an eine Impfstoffproduktion denkt. Und dann wogt normalerweise dieser Kampf hin und her und hinterher einigt man sich drauf, man braucht beides, ja, sowohl die T-Zellen als auch die Antikörper. Und ich denke, hier wird das bei dem SARS-Coronavirus nicht viel anders sein. Es gibt Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben und keine Antikörper zeigen gegen das SARS-Coronavirus, aber scheinbar eine T-Zell-Antwort. Wobei man da auch nochmal genauer hingucken muss, wie spezifisch ist denn jetzt eigentlich die T-Zell-Antwort, die man dann misst. Also ist die jetzt tatsächlich gerichtet gegen das SARS-CoV-2 oder ist das möglicherweise eine T-Zell-Antwort gegen andere Coronaviren? Also manche T-Zell-Antworten sind nicht so spezifisch, wie das die neutralisierenden Antikörper zum Beispiel sind. Jetzt sehe ich gerade, dass Herr Sander dazugekommen ist. Hallo Herr Sander, hören Sie uns? Ich kann Sie gut hören. Können Sie mich hören? Wir können Sie hören. Dann schön, dass ich es so schnell geschafft habe. Dann stelle ich Sie mal direkt vor. Professor Dr. Leif-Erik Sander ist von der Charité in Berlin. Er forscht selber auch zu Covid-19 und ist auch Mitglied des Corona Research Board an der Charité, das alle Aktivitäten rund um Corona koordiniert. Seine Forschung stützt sich ja auch auf die Frage, inwiefern das Immunsystem bei Covid-19 beteiligt ist und ob das menschliche Immunsystem in der Lage ist, einen langanhaltenden und einen bleibenden Immunschutz aufzubauen. Hallo Herr Sander, was können Sie uns denn schon zu, oder was sind denn Erkenntnisse, die Sie bereits gewonnen haben in den letzten Monaten oder Wochen? Ja, ich meine, es gibt natürlich unsere Gruppe oder die Aktivitäten an Charité sind natürlich nur ein ganz kleiner Teil dessen, was weltweit läuft, wissen Sie ja sicher auch alle aus den Publikationen. Ich glaube, was wir relativ schnell gelernt haben, ist, dass die meisten derjenigen, die symptomatisch erkrankt sind, relativ schnell auch einen Antikörper ausbilden. Und jetzt bin ich kein Spezialist in der Antikörperdiagnostik und so weiter, aber es dort verdichten sich ja schon die Hinweise, dass es dort unterschiedliche Ausprägungen gibt, je nach auch Symptomatik der Patienten und auch der Dauer dieser Antikörper. Und parallel dazu gibt es eben auch so diesen zellulären Arm der Immunität, der bei eigentlich fast allen Patienten, die wir gemessen haben, auch anspringt. Das sind die sogenannten T-Zellen. Und dann gibt es noch die interessante Beobachtung, dass es in der Bevölkerung, die also SARS-CoV-2 naiv ist, also bisher keinen Kontakt mit dem neuen Coronavirus hatte, einen Prozentsatz an Leuten gibt, die bereits T-Zellen haben im Blut, die zirkulieren und die Teile von dem neuen Coronavirus erkennen können. Ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, man misst mit verschiedenen Methoden und verschiedene Bereiche des Immunsystems, kann man eine Immunantwort gegen das neue Coronavirus messen. Aber die Bedeutung dessen, was wirklich dann nachher ein schützender Aspekt ist, der ist einfach noch nicht klar, der kann uns auch noch nicht klar sein. Wir können gucken und versuchen, von der SARS-Epidemie zu lernen. Allerdings war die Technologie damals auch noch ein bisschen eine andere. Und das wird sich möglicherweise erst zeigen, wenn man sieht, ob es mögliche Reinfektionen gibt oder nicht. Wir wissen ja von den endemischen Coronaviren, dass man sich immer wieder mit diesen infizieren kann. Und die Frage ist eben, ob das bei dem neuen Coronavirus auch so ist. Genau, Sie haben gerade gesagt, dass es eine T-Zell-Immunität geben kann bei Patienten, bei Menschen, die noch gar keine SARS-CoV-2-Infektion hatten. Wie kommt das dazu? Also wo haben die das her? Genau, das erklären wir uns so, und die Ergebnisse aus unserem Labor und aus der Abteilung hier für Immunologie von Professor Thiel, die legen das nahe, dass durch Kontakt mit den zirkulierenden endemischen Coronaviren, die gewisse Ähnlichkeiten in bestimmten Bereichen haben, T-Zellantworten aktiviert werden, und T-Zellen haben eben das Potenzial, dass sie ein Gedächtnis ausbilden und eben dann länger persistieren.
Und wenn ein Antigen wiederkommt, wie in diesem Fall das neue Coronavirus, was gewisse Ähnlichkeiten aufweist, dann könnten die theoretisch wieder reaktiviert werden. Und das konnten wir nachweisen, dass in der Tat T-Zellen aus Gesunden, die nachweislich noch nie Kontakt mit diesem neuen Virus hatten, reagieren können, sowohl auf dieses Spike-Protein, dieses Dornprotein, was auch an die Wirtszelle bindet, von dem neuen Coronavirus, wie auch von einigen der endemischen Coronaviren. Allerdings geht es da um bestimmte Bereiche da drin. Ich möchte unbedingt betonen, dass die funktionelle Bedeutung davon noch nicht klar ist. Das heißt, diese Zellen können beides erkennen. Ob das aber auch heißt, dass sie vor einer Infektion mit dem neuen Coronavirus schützen, ist vollkommen unklar. Aber man geht davon aus, vielleicht auch nochmal an Herrn Becker die Frage, dass jetzt bei Covid-19 auch T-Zellen eine Rolle spielen und da vielleicht auch die T-Zell-Gedächtniszellen gebildet werden. Ist das nicht auch eine gute Nachricht für eine langanhaltende Immunität? Ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Wenn das so passiert, ist das natürlich der zweite Arm des Immunsystems, der einspringt und der die Antikörperantwort natürlich sehr gut komplementieren kann. Und es gibt natürlich, genauso wie es T-Zell-Gedächtnis gibt, gibt es auch B-Zell-Gedächtnis. Und auch das kann wieder aktiviert werden bei einem erneuten Kontakt mit dem SARS-Coronavirus. Also wenn die Antikörper jetzt abnehmen, sukzessive nach der Infektion und nachdem sie gebildet worden sind, dann bedeutet das nicht, dass bei einem erneuten Kontakt mit dem SARS-Coronavirus dann überhaupt keine Immunantwort mehr da ist. Es kann durchaus auch eine schützende Immunantwort sein. Das ist ja das eigentliche Essentielle von unserem Immunsystem, dass wir eben dieses Gedächtnis ausbilden und dann auch das dann dafür sorgt, dass die Immunantwort bei dem zweiten Kontakt viel, viel schneller und stärker ist als bei einem ersten Kontakt. Das ist ja auch dann die Basis für jegliche Impfung. Ja. Bevor wir weiter auf das Thema eingehen, möchte ich eine Frage von draußen mit reinnehmen. In Ischgl hatten 85% der antikörperpositiven Personen keine zuvor bekannte Infektion. Ist das ein Problem der Tests oder doch eine höhere Dunkelziffer? Vielleicht, Herr Karch, können Sie dazu was sagen? Ja, das ist von außen jetzt, ich habe die Studie noch nicht wissenschaftlich beurteilen können, schwer zu beurteilen. Da sind sicherlich einige Faktoren, die da mit reinspielen können. Man muss sicherlich auch sagen, dass das Ausbruchsgeschehen in Ischgl wahrscheinlich ja schon stattgefunden hat, bevor eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber jetzt das Virus wirklich sich epidemisch in Europa schon ausbreitet, da war, sodass vielleicht auch tatsächlich symptomatische Infektionen zu dem Zeitpunkt nicht zwingend so eingeschätzt wurden. Ja, also ich glaube, da spielen wahrscheinlich viele Faktoren eine Rolle. Für mich ist es jetzt, vielleicht hat einer der Kollegen einen besseren Überblick über die Situation in Ischgl und die Studie, die dahinter steckt, für mich von außen schwer zu beurteilen zum aktuellen Zeitpunkt. Möchte einer der anderen beiden zu Ischgl was sagen? Also ich kann dazu nichts sagen, nein. Aber ich finde das nachvollziehbar. Ich meine, das war ja im Winter und natürlich hat jeder irgendwie leichte respiratorische Infektionen zu der Zeit und ob das jetzt SARS-CoV-2 war und vielleicht, man muss auch mal gucken, wie die Struktur war, die Bevölkerungsstruktur, ob das vorwiegend junge Menschen waren, die dann ja dazu neigen, eben keine schweren Symptomatiken zu haben oder eben ältere. Also ich weiß dazu zu wenig, aber... Und man muss natürlich schon auch sagen, dass jetzt die Bevölkerung, die untersucht wurde, das sind ja quasi Leute, die auch das ganze Jahr über in Ischgl tatsächlich leben. Und das ist ja nochmal eine spezielle Population in dem Gesamtkontext. Ja, das sind Menschen, die in extrem hohem Maße sicherlich Kontakt hatten mit vielen anderen Menschen. Und gleichzeitig kommt das, was Herr Becker gesagt hat, dazu, die sicherlich auch gewohnt sind, in der Wintersaison da respiratorische Symptome zu haben, weil sicherlich dann das in solchem Setting sich auch andere respiratorische Infektionen natürlich deutlich besser ausbreiten als jetzt in einem isolierten Setting. Also ich denke, da sind viele Faktoren, über die man jetzt spekulieren kann, aber da keiner von uns wirklich in die Daten und die Studie reingeschaut hat, ist das schwer zu beurteilen. Soweit ich weiß, ist die Studie auch nicht publiziert. Es gibt diese Pressemitteilung und in der Pressemitteilung wird ja schon davon gesprochen, dass ein Großteil der Seropositiven durchaus schon berichtet, dass sie sowas hatten wie Geschmacksstörungen oder auch Fieber und Husten. Aber da muss man eben die Daten sehen, wie viel Prozent hatten jetzt welche Symptome.
Und diese Dunkelziffer der komplett unbemerkten asymptomatischen Infektionen, die schwankt ja wirklich von Studie zu Studie noch. In China, glaube ich, gab es eine Studie mit 20% und woanders gibt es dann bis zu 80%. Und das wird man einfach gucken müssen, vor allen Dingen, wie scharf die Detektionsmethoden danach ja sind. Was mich vor allen Dingen interessiert, ist auch die Tatsache, wie gut die serologische Testung dann wirklich alle unerkannten Infektionen wirklich detektieren kann, wenn man jetzt wieder die anderen Studien in Betracht nimmt, dass vielleicht auch nicht jeder sehr lange Antikörper nachweisbar hat. Genau, über das Thema der nicht so lang nachweisbaren Antikörper hatten wir eben schon mal gesprochen. Da möchte ich auch nochmal eine Nachfrage anbringen. Und zwar sind nicht nachweisbare Antikörper ja auch dann nicht direkt gleichzusetzen mit einer nicht vorhandenen Immunität, gerade wenn noch andere Zweige der Immunität reinspielen, wie das B-Zellgedächtnis oder T-Zellgedächtnis. Richtig? Also heißt es ja, dass nur weil keine Antikörper nachzuweisen sind, heißt es ja nicht, dass jemand vielleicht die Infektion oder den Virus doch schon gesehen hat und vielleicht Immunität trotzdem besteht. Mhm. Genau. Das würde ich bestätigen. Ich kann mich nicht zu den Qualitäten der verschiedenen Tests äußern. Ich glaube, das können die Virologen deutlich besser. Da gibt es ja auch Unterschiede sicherlich. Man muss gucken, welche Tests verwandt wurden. Aber es gibt ja Studien, die zeigen, und wir haben das auch selber bemerkt, es gibt Patienten, die haben keine Antikörper in den Tests, die wir verwendet haben, nachweisbar, die aber detektierbare T-Zellantworten haben, von denen man dann denkt erstmal, dass die schon auch durch eine Infektion ausgelöst sind. Aber auch da, wenn man bedenkt, Kreuzreaktivität, muss man genau hinschauen, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, dass wir da auch noch in der Entwicklung stehen, das ganz genau sagen zu können. Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal fragen. Könnte man über die T-Zell-Immunität denn nachweisen, ob jemand wirklich das hatte, und wäre über die T-Zellen dann das eine Möglichkeit, den Weg zu gehen, herauszufinden, ob wirklich oder wie viele Leute wirklich vielleicht schon Kontakt mit dem Virus hatten? Herr Sander oder Herr Becker? Also der Herr Sander hat es jetzt ja schon mehrfach gesagt, genauso wie es unspezifische Antikörper gibt, gibt es auch unspezifische T-Zellen. Und bei den T-Zellen ist es so, da werden ja so lineare Epitope erkannt, das ist möglicherweise noch stärker unspezifischer sein als Antikörper. Weil, also nur zum Background nochmal, wir haben bei dem Influenza-Virus-Vakzine, das sind ja immer kleine Proteine, die gegeben werden, und die induzieren vor allen Dingen eine humorale, also eine Antikörperantwort. Und was wir gerne erreichen wollen, ist mit diesen Universal- und Influenza-Virus-Vakzinen, die jetzt gemacht werden, dass auch die T-Zell-Antwort eben angeregt wird, weil man damit dann auch hofft, dass man Viren mit der Impfung abdeckt, die jetzt nicht unmittelbar jetzt gerade nur die saisonalen Viren betreffen, sondern auch weitere andere Viren. Das heißt also, die T-Zell-Antwort erlaubt möglicherweise auch einen Schutz gegen Viren, die man jetzt, die nicht genau dieselben sind, gegen die man geimpft ist. Und insofern ist es tatsächlich so, dass die Spezifität von T-Zell-Antworten, also oder umgekehrt gesagt, dass jetzt eine T-Zell-Antwort, die gegen das SARS-Coronavirus gerichtet ist, jetzt nicht unbedingt heißt, dass es eine sehr spezifische Antwort ist. Ja, also man muss da wirklich, genau wie Herr Sander das gesagt hat, sehr genau hingucken. Könnte denn eine durch eine Impfung erlangte Immunität länger bestehen unter Umständen, auch als eine Immunität, die durch eine natürliche Infektion erfolgt? Also ich würde das von Herrn Becker gerade gesagt noch einmal ergänzen wollen. Wenn wirklich wissen, es gibt natürlich Bereiche im neuen Coronavirus, die ganz spezifisch sind dafür. Ja. Vielleicht sind sie sehr ähnlich zu dem alten SARS-Virus, aber das zirkuliert ja nun mal nicht. Dann wird man mit bestimmten Peptiden schon irgendwann auch sagen können, diese T-Zelle erkennt, die wird nicht kreuzreaktiv sein. Mhm. Aber diese Art von Assays, die ist so aufwendig, die wird nicht in einem Surveillance-Maßstab durchzuführen sein. Von Serum kann man von Zehntausenden das Serum asservieren und den großen Test durchführen. Die Studien, die wir jetzt auch hier planen, die kann man maximal im dreistelligen Bereich mal machen mit einem wahnsinnigen Personalaufwand. Da braucht man frisches Material für Zellen, müssen lebendig sein und müssen reagieren. Und da gibt es derzeit Anstrengungen, das irgendwie auch Diagnostik näher zu machen, aber das wird nicht klappen, dass wir das auf Populationsebene uns anschauen können. Da muss man mit sehr geschickten Stichproben vielleicht irgendwann mal gucken, aber das wollte ich nur ergänzen. Ich glaube, die Spezifität wird man irgendwann erreichen können, das müssen wir aber jetzt noch genau erforschen. Das ist auch eben wichtig dann für die Impfstoffforschung, dass man sagt, diese Bereiche sind ganz spezifisch für das Virus und die machen eine starke Antwort.
Aber das läuft eben noch und die Testung wird auch später laufen. Die Frage mit der Impfung, ich glaube, das muss eben häufig bei Impfungen, versucht man ja mit einer Impfung eine natürliche Immunität nachzubauen. Beim Masernvirus wäre das sozusagen ideal. Wenn man Masern einmal gehabt hat, kriegt man sie, so ist die Denkweise, nie wieder. Und das Masernimpfvirus versucht das sozusagen nachzuahmen. Und ich glaube, bei den Coronaviren wäre das ja möglicherweise der falsche Weg, zumindest wenn man an die endemischen Coronaviren denkt, die man immer wieder bekommen kann. Dann wäre das für mich, für meine Logik nicht so praktisch, wenn man sagt, wir versuchen genau dieselbe Immunantwort abzubilden mit einer Impfung, sondern versucht eben eine andere abzubilden. Und viele von den Impfstoffen, die jetzt getestet werden, beispielsweise in diesen Vektoren, die sind eher dafür bekannt, dass sie dann auch langlebige Antworten induzieren können, aber eben gerichtet gegen das neue Coronavirus. Also ich wäre da optimistisch, dass das gelingen kann. Kann man denn schon sagen, ob SARS-CoV-2 in Bezug auf die Immunität eher SARS ähnelt oder eher den endemischen Coronaviren? Ich kann das nicht sagen, nein. Also alles, was aus der Literatur und aus unseren Daten und so bekannt ist, und es ist unmöglich, den vollen Überblick zu haben bei der Geschwindigkeit, das ist natürlich auch das, was gut ist, dass jetzt viele Daten entstehen, ähnelt es eher dem SARS-Coronavirus, wobei wir, glaube ich, unterscheiden müssen, weil das SARS-Coronavirus, die Proben und die Analysen, die gemacht wurden, waren bei Patienten, die Lungenentzündungen hatten. Und bei dem neuen Coronavirus hat ja nur ein kleiner Teil der Patienten wirklich eine Lungenentzündung. Und das aktiviert eine andere Immunantwort, als wenn nur sozusagen eine unbemerkte Infektion ein Virus bilden. Ja? Insofern könnte ich mir, also prinzipiell glaube ich, eine Ähnlichkeit mit dem SARS-Coronavirus, aber wir müssen da nochmal genau hinschauen, was ist mit denen, die gar nicht so symptomatisch sind. Ja, ich glaube, das kann ich auch so sehen. Also vielleicht kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Ja? Vielleicht kann man nicht sagen, das ist SARS-like oder das ist OC43-like, also eins von diesen saisonalen Coronaviren. Vielleicht liegt das wirklich an der Schwere der Erkrankung. Ja? Also je schwerer die Erkrankung ist, desto wahrscheinlicher gibt es eine stärkere Immunantwort. Bei einer asymptomatischen Infektion wird die Immunantwort möglicherweise deutlich geringer sein. Jetzt mal ein bisschen in eine andere Richtung. Jetzt geht es um die Herdenimmunität. Es wird gefragt, wie viele Menschen müssen denn so eine Infektion durchlaufen, um die Herdenimmunität zu erreichen? Die Zahl von 70% wird ja weitflächig genannt. Aber wie hoch schätzen Sie den Anteil der Bevölkerung, die tatsächlich empfänglich ist für SARS-CoV-2? Und kann man damit dann überhaupt die Herdenimmunität erreichen? Vielleicht Herr Karch dazu. Also was grundsätzlich ist, ich denke, man muss unterscheiden zwischen der Herdenimmunität durch natürliche Infektionen, worauf ja, denke ich, die Frage abzielt, und Herdenimmunität durch Impfung. Und in den allermeisten Fällen haben wir aktuell Herdenimmunitäten in unserer Bevölkerung durch Impfstoffe und nicht durch natürliche Infektionsausbreitung. Und die Illusion, dass eine Herdenimmunität etwas ist, was so völlig stabil ist und was man eindeutig berechnen kann, ist, glaube ich, etwas, was man jetzt der Situation nehmen muss. Eine langfristige Herdenimmunität würde sowieso voraussetzen, dass auch das, was Herr Sander für Masern beschrieben hat, für das neue SARS-Coronavirus gelten würde, nämlich dass, wenn man einmal sich damit infiziert hat, man über einen längeren Zeitraum hinweg auch wirklich Immunität aufgebaut hat. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt zumindest fraglich, sodass so ein völlig stabiles Herdenimmunitätsgeschehen gar nicht vorstellbar ist in dem Fall. Die Zahl von 70% kommt aus frühen Überlegungen, weil jemand davon ausgeht, dass die Basisreproduktionszahl, also die durchschnittliche Anzahl von Personen, die eine infizierte Person ansteckt, ungefähr bei 3 liegt. Das sind aus den initialen Ausbruchsgeschehen Daten aus China, die sich später jetzt mal grob gesagt auch so bestätigen würden. Wenn man das zugrunde legt, dann kann man über eine einfache mathematische Rechnung berechnen, dass im Mittel das ungefähr 2/3 der Bevölkerung bedeuten würde, die in einem stabilen Gleichgewicht infiziert sein müssten, unter einer ganzen Reihe von Annahmen.
Und eine dieser Annahmen ist, dass wir uns schon im Gleichgewicht befinden. In der Phase, in der eine epidemische Ausbreitung stattfindet, würde dieses Gleichgewicht der Zeitpunkt sein, in dem eine Person weniger als eine weitere Person im Mittel ansteckt. Das heißt, es würde durchaus ein größerer Anteil initial in sich infizieren als diese 70% in einem epidemischen Geschehen. Es käme dazu zum Überschießen und im Prinzip würden sich irgendwo zwischen 70% und 100% der Personen dann auch infizieren. Und die zweite Sache ist, dass wir komplett ignorieren, dass es Heterogenität in der Infektionsausbreitung gibt, sodass sich die tatsächliche Herdenimmunitätsthreshold dann abhängig von der sozialen Struktur in der Bevölkerung, von der Heterogenität in der Infektionsausbreitung ganz anderen Bereichen dann nochmal befinden kann. Also sicherlich nicht völlig davon entfernt. Also wir werden jetzt aktuell nicht in einem Zustand sein, in dem wir auch nur ansatzweise in irgendeinem Land der Erde uns mit Herdenimmunität auseinandersetzen müssen durch natürliche Infektionen. Aber es kann zum Beispiel sein, dass es Länder gibt, in denen das dann ein bisschen niedriger ist. Und es kann aber auch sein, dass die sozialen Strukturen so sind, dass das sogar deutlich höher ist. Ja, das ist, denke ich, ebenfalls komplex. Ich glaube, die wichtige Message ist irgendwo, solange wir davon ausgehen müssen, dass die Immunität nur nach einer Infektion im Individuum für einen bestimmten Zeitraum vorhanden ist, müssen wir uns eigentlich auch nicht tiefergehend mit Herdenimmunität durch natürliche Infektionen beschäftigen. Ich möchte mal fragen, weil das im März ganz viel diskutiert wurde. Da ging es ganz oft um die Case Fertility Rate und die Infection Fertility Rate. Was hat sich seit März in der Hinsicht verändert? Hat sich die Datenlage dahingehend verändert, dass man das jetzt besser einschätzen kann? Und wo liegen diese Schätzungen momentan? Vielleicht, Herr Karch, vielleicht können Sie da noch anschließen. Genau, also bevor man begonnen hat, Seroprävalenzstudien durchzuführen, war die einzige Grundlage, die man hatte, um so eine sogenannte Case Fertility, also wir würden das jetzt Ratio, weil das technisch keine Rate ist, nennen, dass die einzigen Grundlagen, die man für den Nenner hatte, die Zahl der symptomatisch Infizierten waren, die auch dann zum Beispiel positiv getestet wurden. Und das ist das, was man eben als Maßzahl einer Case Fertility Ratio oder im Deutschen dann quasi einer Letalität auf Basis der tatsächlichen Fälle definieren würde. Und die war natürlich sehr heterogen, abhängig davon, wie gut Fälle erfasst wurden in verschiedenen Regionen. Und das konnte sich jetzt durch die man auch nicht symptomatische, nicht gemeldete oder präsymptomatische Infektionen besser mit einbeziehen konnte. Und die Schätzungen, in denen wir jetzt uns aktuell befinden, international, liegen so zwischen 0,5 und 1,5% im Wesentlichen. Also im Prinzip nicht extrem unter dem, was zwischendurch auch kommuniziert wurde. Aber das hängt natürlich wiederum von bestimmten Faktoren ab. Wenn wir Immunität durch Antikörper jetzt in den Seroprävalenzstudien nachweisen und potenziell dann vielleicht auch teilweise Personen nicht identifizieren, die schon Kontakt hatten mit dem Virus, weil die ihren Immunstatus schon wieder verändert haben in Bezug auf den bestimmten Test, dann kann es auch da wieder zu Verzerrungen theoretisch kommen. Ja, aber das, was die meisten Studien jetzt zeigen, ist irgendwo so ein Bereich zwischen 0,5 und 1,5%. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es ganz gut aussieht mit einer länger anhaltenden Immunität. Wir haben über die T-Zell-Gedächtniszellen gesprochen. Welche Art von Studien braucht man denn jetzt, um zu klären, wie lange so eine Immunität bestehen bleiben kann? Und weiß man vielleicht auch schon, wenn jemand Antikörper bildet, wie lange die überhaupt nachweisbar sind? Herr Sander oder Herr Becker? Also man wird Studien brauchen, die jetzt auch geplant werden auf verschiedenen Ebenen und auch laufen, in denen man ehemals Covid-19-Erkrankte nachverfolgt. Da gibt es zum Beispiel aus verschiedenen Netzwerken verschiedener Universitätsklinika Genesenenambulanzen, wo die Patienten in regelmäßigen Abständen einbestellt werden. Da werden Antikörpertiter gemessen, da werden zum Teil auch T-Zellantworten gemessen, um einfach zu schauen, wie lange kann ich denn so ein Immungedächtnisantwort nachverfolgen. Es gibt verschiedene Studien, die sind meistens noch im Präpublikationsstadium, die schon zeigen, dass die Antikörper auch nach einer
nicht so lange Zeit wieder abfallen. Wir kennen auch Daten von der SARS-Infektion, dass die eine bestimmte Halbwertszeit haben, die nicht so lang ist wie zum Beispiel bei Masern oder sowas, wo die lebenslänglich im Prinzip ist. Aber eine gewisse Zahl würde ich da jetzt noch nicht dran setzen, weil wir auch in Deutschland noch gar nicht lang genug nachverfolgen können. Wir hatten ja die ersten Fälle erst Anfang des Jahres. Also das muss man longitudinal verfolgen und dann berechnen, weil wie dann die Halbwertszeit von so einer Antwort wäre. Und das läuft auch auf verschiedenen Ebenen. Das ist so. Also für mich kommt noch dazu, dass wir ja noch nicht so genau wissen, was die Korrelate des Schutzes wirklich sind. Also wir wissen nicht so genau, ob welcher Höhe von einem Antikörper Titer ein Schutz besteht und ob, wenn der Titer abfällt, darunter, ob dann überhaupt kein Schutz mehr da ist oder ob dann diese Antikörper eben schnell gebildet werden, dadurch, dass die T-Zellen, also dass das Gedächtnis, das Immungedächtnis dann reinspringt. Das sind alles Fragen, die sind bei einem Virus, was wir jetzt gerade ein halbes Jahr kennen oder was heißt kennen, also das ein halbes Jahr unterwegs ist, einfach nicht zu beantworten sind. Wir wissen das einfach nicht. Weiß man denn was dazu, wie die Immunität und die Reaktion des Immunsystems in unterschiedlichen Altersgruppen aussieht? Also, gibt es dazu schon Erkenntnisse? Herr Sander, Sie haben so leicht genickt. Also keine verlässlichen. Da gibt es sozusagen Gefühle und irgendwie auch wieder so, die Kohorten, die bisher publiziert worden sind, viel zu klein, finde ich, um da wirklich was zu sagen. Wir haben selber an der Charité ein Vorhaben, was wir jetzt beginnen, um Kinder mit Erwachsenen zu vergleichen. Kinder, die ja unheimlich resilient sind gegen, sage ich mal, die Infektion. Wie das jetzt ist, wie häufig die Virus eine Infektion haben und wie viel Virus sie ausscheiden, da kann ich mich nicht zu äußern, aber die Kinder, die positiv getestet werden, zu vergleichen mit Erwachsenen, die positiv getestet werden. Und da gibt es verschiedene Hypothesen, warum das so ist. Und natürlich, das Immunsystem altert mit und wir haben zum Beispiel eine geringere Diversität der verschiedenen T- und B-Zellen, die wir anbieten können im Erwachsenenalter, während die bei Kindern noch aktiv immer weiter gebildet werden. Das könnte eine Ursache sein. Und der Verdacht wäre, wenn das so ist, wie bei eigentlich fast allen anderen Infektionen auch, dass im Alter die Diversität der Immunantwort einfach abnimmt. Aber mir ist keine Studie bekannt, die das systematisch jetzt schon untersucht hat, die verschiedenen Altersgruppen miteinander zu vergleichen. Zurzeit sind wir noch damit beschäftigt, zu vergleichen, was denn mit den Personen, die schwer erkranken, versus denen, die leicht erkranken. Da hat man natürlich eine gewisse Altersunterschiede, aber das ist meines Erachtens noch nicht systematisch untersucht. Kinder erkranken ja auch recht häufig an den endemischen Coronaviren. Gibt es da die Vermutung, dass die vielleicht geschützt sind, weil sie vielleicht kürzlich vorher einen anderen Coronavirus gesehen haben? Also es ist eine Vermutung, das war eigentlich unsere erste Vermutung, die wir bei der Durchführung der Studie hatten und wir testen das auch gerade, also im großen Maßstab, um eben zu schauen, ob das bei Kindern überdurchschnittlich häufig ist oder auch bei Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, die dann ja eigentlich auch genauso häufig dann wieder Kontakt haben mit endemischen Coronaviren. Aber das sind Hypothesen und noch keine bewiesenen Tatsachen, aber das ist eine interessante Hypothese, ja. Ja, auch ein zum Stichwort Hintergrundimmunität. Also wenn ein Mensch eine T-Zellantwort zeigt, ohne dass er je mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen ist, wie könnte man denn überprüfen, ob die T-Zellantwort vielleicht eine Rolle spielt bei milden Verläufen? Zurzeit wissen wir nicht, wir können nur diese T-Zellen messen. Wir und auch andere messen T-Zellen in gesunden Kontrollpopulationen, teilweise sogar historischen Kohorten, also die gesammelt wurden, bevor das Virus überhaupt bekannt war. Und das ist, glaube ich, ziemlich solide von verschiedenen Gruppen gezeigt, dass es das gibt. Welche Bedeutung das hat, es gibt ja auch Virusinfektionen, wo quasi eine präexistierende Immunität, die aber nicht hundertprozentig trifft, auch gefährlich sein kann. Das weiß man zum Beispiel vom Dengue-Virus, ja, da wo es verschiedene Serotypen gibt und dann kann das es auch verstärken. Diese Hypothese gilt natürlich auch zu testen. Die Tatsache, dass wir Kreuzreaktivitätszellen bei ca. 30-40% der Normalbevölkerung, die wir getestet haben, finden, spricht ein bisschen dagegen, weil ja nicht so viele Leute einen schweren Verlauf nehmen. Und spricht vielleicht eher dafür, dass die was Gutes machen, diese T-Zellen. Aber könnte auch einfach sein, dass sie gar nichts machen. Wie kann man das testen? Das kann man wieder nur prospektiv testen, dass wir viele Leute jetzt testen und deren T-Zellantwort testen, bevor sie eine Infektion durchmachen und dann begleiten. Und das versuchen wir, indem wir in bestimmten Hotspots solche Untersuchungen durchführen oder in bestimmten Populationen im großen Stil. Und wir haben das auch
wir eine Studie zum Beispiel an der Charité unter Mitarbeitern, wo wir das vorab erfassen und dann guckt, wer von denen wird positiv und korreliert das irgendwie. Das sind komplizierte Untersuchungen, die könnte man eigentlich nur im großen Maßstab machen. Die Untersuchung ist aber relativ komplex, ist nicht wie eine Serologie. Man kann Korrelationen machen, sehe ich in bestimmten Risikogruppen, die schwerer erkranken, weniger häufig diese Kreuzleichtigen verglichen mit Populationen, wo ich eigentlich fast nie schwere Verläufe sehe und sehe ich da höhere Frequenzen, aber das sind alles Korrelationen und keine Kausalitäten. Das ist sehr schwierig nachzuweisen. Das wird man wirklich, glaube ich, erst in ein paar Jahren sicher sagen können. Hier kommt nochmal eine Nachfrage zu der Menge an Antikörpern, die nach einer Infektion gebildet werden. Ist diese höher bei schweren Verlaufen im Vergleich zu milden Verläufen, Herr Becker oder Herr Karch? Wissen Sie dazu was? Das sieht so aus, ja. Also auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die symptomatisch erkranken, dass sie einen höheren Antikörpertitel haben als die asymptomatischen. Und ich weiß jetzt aber nicht genau, ob jetzt dann nochmal unter denen, die symptomatisch sind, ob man da nochmal eine Korrelation findet, ob bei den ganz schwer Erkrankten, also bei den Lungenentzündungen oder das kann ich nicht sagen. Aber prinzipiell ist das so, dass es bei den symptomatischen offen tendenziell eine höhere Antikörperantwort ist als bei den asymptomatischen. Ich möchte nochmal wirklich zur Klarheit für alle nochmal diese Frage nachschieben. Ist ein positiver Antikörpertest wirklich ein definitiver Nachweis für eine durchgemachte Infektion oder kann ein Kontakt mit dem Erreger auch ohne nennenswerte Virusvermehrung im Körper einen messbaren Antikörpertiter verursachen? Und ja, oder hängt das gegebenenfalls vom Krankheitserreger ab? Können Sie nochmal die Frage in zwei Fragen einteilen? Also, ist ein positiver Antikörpertest wirklich ein Nachweis, dass man die Infektion durchgemacht hat? Da würde ich sagen, es kommt darauf an, was für ein Nachweisverfahren man nimmt. Also wenn man jetzt einen ELISA nimmt, der wirklich ganz spezifisch SARS-CoV-2 misst, und da gibt es aber sehr wenige, dann würde man sagen, ja. Und bei allen anderen Fällen braucht man zusätzlich zu dem Antikörper, zu dem generellen Antikörper-positiven in ELISA noch einen zusätzlichen Essay, um zu sagen, das ist wirklich spezifisch für SARS-CoV-2 und die Person hat tatsächlich die Erkrankung durchgemacht. Und hier noch eine Frage, eine klinische Frage. Hängt die Stärke der Immunantwort eventuell auch mit den Spätfolgen der Erkrankung zusammen? Also je stärker die Immunantwort, desto geringer die Auswirkung des Virus auf andere Organe oder ist das unter Umständen genau andersrum? Also wir kennen die Spätfolgen des Virus ja der Erkrankung noch gar nicht systematisch. Auch das ist etwas, was im Verbund vieler Universitätskliniker untersucht wird und auch an der Charité untersucht wird. Und natürlich gibt es Berichte und auch wir kriegen Kontakt von Patienten, die darüber berichten, sodass man sozusagen auf anekdotischer Ebene und von dem, was man so klinisch hört, schon Patienten gibt, die Spätfolgen zu haben scheinen. Und man kann sich aufgrund der Dynamik der Erkrankung und auch den Messungen, die man machen kann bei schwer Erkrankten, vorstellen, dass das schon Immunphänomene sind. Aber das ist noch nicht bewiesen und das ist noch nicht, wir wissen noch gar nicht richtig, was genau, woran genau erkranken denn möglicherweise Patienten in der Spätfolge, welche Organschäden bleiben denn zurück. Einer irgendwie gegen den Körper gerichteten Immunreaktion ist. Das liegt nahe und das gilt es zu untersuchen. Herr Sander, wollen Sie vielleicht noch was dazu sagen, wie das unterschiedlich ist, möglicherweise zu anderen sehr schweren Lungenerkrankungen? Oder ob das vielleicht einfach eine Folge der wirklich schweren Lungenerkrankung ist, die dann eben Spätfolgen hat? Also kann ich gerne machen. Also generell ist es so, dass Patienten, die eine Lungenentzündung durchgemacht haben, so eine Pneumonie, häufig im Verlauf zum Beispiel Herzinfarkte erleiden können. Ja? Also gerade Patienten, die vorerkrankt sind. Also eine Lungenentzündung kann, und das ist ein Thema, was nicht gut beleuchtet ist, an anderen Organen auch später Schäden machen. Ja? Das ist bekannt, nicht besonders gut verstanden und nicht besonders gut untersucht. Das wird jetzt natürlich durch die Zahl der Patienten, die eigentlich simultan mit dem gleichen Erreger infiziert wurde, nochmal viel systematischer analysierbar sein. Das kann ich sicher sagen. Ob es sozusagen für das Covid-19
spezifisch Langzeitfolgen gibt, die wir sonst so nicht sehen, da möchte ich noch nichts zu sagen. Natürlich gibt es diese ganzen anekdotischen Berichte und ich habe auch mit klinischen Kollegen gesehen, die schon auffällige Krankheitsbilder gesehen haben, aber das muss man systematisch vergleichen. Das würde ich noch nicht sagen. Was wir ja wissen, wenn ein Patient ein schweres Lungenversagen hatte durch eine Virusinfektion, ein sogenanntes ARDS, was ja das Problem ist bei dem schweren Covid-19, dann können da Schäden in der Lunge zurückbleiben. Das kann man sich vorstellen. Die Lunge wird von diesem feinen filigranen Netzwerk quasi komplett umgebaut. Und das kann sich eigentlich sehr gut zurückbilden, aber da können so Narben zurückbilden. Und inwiefern sich das jetzt unterscheidet, der Verlauf zu jetzt irgendwie einem schweren Lungenversagen, ARDS nach einer Influenza-Infektion, auch dafür ist noch zu früh. Es gibt Berichte, dass Patienten auch mit ganz leichten Infektionen später schwerere Lungenbeteiligungen haben, aber ich habe selber noch nicht genug und gesehen und auch keine publizierten Daten dazu gesehen, die mich dazu eine Aussage machen lassen. Aber prinzipiell ja, es gibt zwar eine Erkrankung und ob das was Spezielles hierfür ist, muss ich zeigen. Hier kommt noch eine Frage an Herrn Karch. Die Diskussion um diesen Immunitätsausweis ist ja wieder aufgeflammt kurz in den letzten Tagen. Und auf Basis der aktuellen Evidenz zur Immunität gegen SARS-CoV-2 und den Methoden, wie man diese feststellen kann, ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, einen solchen Immunitätspass einzuführen? Nein, also aus allem, was wir aktuell wissen, völlig unabhängig von darauf aufsetzenden ethischen Diskussionen, rechtlichen Diskussionen, sind wir nicht in der Lage, aktuell mit irgendeinem Nachweisverfahren für ein Individuum festzustellen, ob es immun gegenüber einer Neuinfektion oder zweiten Infektion ist oder nicht. Also das ist ganz weit weg von dem, was wir nachweisen können und was wir aktuell tatsächlich untersuchen. Da sehe ich absolut keinen Platz dafür im aktuellen Stadium und wie gesagt, da gibt es ja noch eine ganze Reihe von darauf aufsetzenden, jetzt nicht primär labormedizinischen Fragestellungen, die man beantworten müsste, bevor man sowas tatsächlich versucht, in der Praxis umzusetzen. Aber auch unabhängig davon, denke ich, sind wir davon weiter. Herr Becker, wie sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, es gibt momentan keine wirkliche Basis, um so einen Ausweis jetzt einzuführen. Dazu wissen wir einfach noch viel zu wenig. Wir wissen gar nicht, wonach wir suchen sollen. Also ich kann das unterstützen. Das, was Sie vorhin sagten, Herr Becker, Korrelate von Schutz sind unbekannt. Wir wissen noch gar nicht, wer ist wann, wie lange immun. Deswegen finde ich das schwierig, ein Dokument auszustellen, in dem das quasi drinsteht, man sei immun, wo wir das selber noch nicht wissen. Also dass man einen Nachweis hatte, mal positiv getestet worden zu sein, das ist ja was anderes, aber zu bescheinigen, eine Immunität zu bescheinigen, wenn wir selber noch nicht wissen, wer wann wie lange immun ist, ist sicher dann aus dem Grund etwas schwierig. Gerne an alle drei nacheinander. Wie optimistisch sind Sie, dass sich wirksame Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 entwickeln lassen auf der Basis dessen, was wir jetzt heute über die Immunität von SARS-CoV-2 wissen, gegen SARS-CoV-2 wissen? Vielleicht fange ich mal an mit Herrn Becker. Fragen Sie aber den Richtigen. Also ich, angesichts dieser unglaublichen Menge an verschiedenen Impfstoffprojekten, die weltweit gemacht wird. Ich glaube, wir sind jetzt über 200, die gezählt werden von der WHO. Also es ist wirklich unglaublich. Und dass da, ich bin ganz sicher, dass da irgendeiner dabei ist, der wirklich hilft und der schützt. Herr Sander? Also ich kann das bestätigen, aber mit einer ganz kleinen Einschränkung. Ich glaube auch, ganz toll, das hat es noch nie gegeben, so viele verschiedene Impfstoffe für einen Erreger gleichzeitig zu entwickeln. Natürlich sind die Chancen extrem hoch und da sind ja extrem auch gute Kandidaten dabei. Das Einzige, ich habe mir gestern die Liste der Impfstoffe nochmal angeschaut. Ich glaube, dass bis auf die inaktivierten Impfstoffe, die in China gemacht werden, die aber möglicherweise, also da muss man gucken, inwiefern die funktionieren oder Probleme haben, dass alle sind gerichtet gegen dieses Spike-Protein. Also in dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Immunantwort, die gegen das Spike-Protein gerichtet ist, nicht schützt, da hätte man ein Problem, weil eigentlich alle Kandidaten, die ich kenne, die in klinischer Testung sind, sich darauf richten.
Wenn das aber schützt, und davon gehen wir jetzt mal aus, dann stimme ich Herrn Becker zu, dann haben wir so viele Kandidaten, da werden schon welche dabei sein, die eine vernünftige Immunität erzeugen. Herr Karch, wie ist Ihre abschließende Einschätzung? Ja, ich möchte vielleicht nur noch ein Kaviat am Ende zu dem Thema aus epidemiologischer Sicht bringen. Wir haben jetzt relativ lange darüber diskutiert, dass wir aktuell noch gar nicht gut messen können, was eigentlich ein dauerhafter Schutz vor einer Neuinfektion ist und bedeutet. Und das spielt natürlich auch in der Impfstoffentwicklung eine große Rolle. Solange wir das nicht besser abschätzen können, ist es schwierig, glaube ich, frühzeitig abzuschätzen, welche der Impfstoffe dann am Ende wirklich in Bezug auf den Endpunkt, der uns interessiert, nämlich dass es vor einer Infektion tatsächlich schützt, welche dann erfolgreich sein können und welche nicht erfolgreich sein können. Ich glaube, das ist gerade eben auch in Bezug auf die sehr enge Zeitspanne, die häufig diskutiert wird, etwas, was man mit berücksichtigen muss. Ja, der eigentliche Endpunkt, der einen in diesen Art von Studien interessiert, der ist einer, der bis heute in keinem der Impfstoffe irgendwo gemessen wurde und der auch im nächsten halben Jahr nicht gemessen wird. Und das, glaube ich, muss man bei allen durchaus zu Recht sehr positiven Einschätzungen mitnehmen. Richtig gut Bescheid wissen werden wir nicht in 2020 wahrscheinlich, welcher dieser Impfstoffe am Schluss der effektive ist und ob der effektiv ist. Ja, liebe Experten, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, um dieses doch sehr große Feld der Immunität zu beleuchten. Und ich danke auch den vielen oder zahlreichen Journalisten, die heute zugesehen haben und die vielen Fragen gestellt waren. Ich hoffe, wir konnten alle davon oder möglichst viele davon beantworten. Das Video werden wir in circa einer Stunde auf unserer Website zur Verfügung stellen und das Transkript wird voraussichtlich morgen früh fertig sein. Vielen Dank an alle und einen schönen Nachmittag noch. Vielen Dank auch und tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.